Welcome to Cabal Vision HD. I'm Jim Johnson, and I'm immortal. Over to my right here is my good friend, Bob Bifford. Hi there. You've made a good choice. You're about to play the greatest game in the world, Blood Bowl. So, das waren Jim und Bob. Die sind schon bereit. Ich begrüße euch zu einem weiteren Match in Blood Bowl. Wir haben jetzt die ersten beiden Spiele in unserem Kleinstturnier gewonnen. Einen Toten mussten wir bereits beklagen, den konnten wir aber inzwischen ersetzen. Und jetzt haben wir ein weiteres Spiel gegen ein Khemri-Team, also quasi untote Knochenmänner. Zwei Siege. It's about to begin. Oh, die haben ordentlich was reingelegt. Ready to be rolled. Let's get this show on the pitch. Welcome back. So, da geht's los. There's been bad blood between Lizardman and Khemri for a long time. Robot, in my experience, there's no such thing as bad blood. But it's true, the temple city of Zlatlan lies to the south of the Khemri lands, and diplomatic relations have never been very good. Oh, die haben sich einen Starspieler geholt. Aber hier ist unser geliebtes Team, die Exenheimer Dragons. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch in diesem Spiel den Sieg davontragen. The Khemri sure do know how to dish it out. So, wir verteidigen, das heißt, wir kicken rüber. Which is a defect worth taking. Starspieler. Der hat ordentlich Fähigkeiten. Die sieht aus wie eine versteckte Waffe. Jawohl. Gewand. Nochmal. Oh Mann. Gut. Abrollen. Blocken. Könnte etwas unangenehm werden. So, aber so wollen wir es versuchen. Vier Gruftwächter. Ein zusätzlicher Wiederholungswurf, der ist sicherlich nicht unwillkommen. Wiederholungswürfe. Jetzt nur noch zwei und es hat nicht mal was genützt. Ich habe so das komische Gefühl, die machen hier ihre Mitte total auf. Das finde ich etwas merkwürdig. Sie
Sehr gut. Starspielerpunkte. So, aber er nimmt Regeneration und ist wieder da. Also die Typen dauerhaft vom Feld zu kriegen, ist so eine Sache für sich. Hab ich Blocken? Nein. Wie schade. Ich glaube, hier will ich die Reihe erstmal noch ein bisschen halten. Hier sieht's nicht so schön aus. Die Typen sind stark. Nein. Das war einer. Wieso leuchtet der so grün? Auch halten. Yep, I reckon that's what he'd say if he could. Und stehen bleiben. So, die Reihe hält. Was machen wir hier? That's a holding maneuver, if ever I saw one. So, das Würfelglück ist in diesem Spiel ein bisschen besser für uns. Das war ja gegen das Menschenteam beim letzten Mal wirklich dürftig. Gehen wir mit dem hier noch einen vor und dann soll das unser Zug gewesen sein. Die Skinks machen einfach gerade mal gar nichts. Sich die nächste Abreibung abholen. Sehr gut. Haben die gar kein Interesse daran, den Ball aufzunehmen. Pick up the ball. Apparently it's more difficult than it seems. Ja, immer auf die Kleinen, ne? Okay, is about to get punched above and at the same time. Oh, da steht die Reihe. Hat der jetzt nur einen, weil der nicht unterstützen kann. Ist der hier irgendwie extra stark oder sowas? Sogar noch bis hier rüber.
getting up close and personal. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Es will irgendwie nicht gelingen. Einen anständigen Angriff auf den zu starten. So, jetzt habe ich allerdings hier natürlich unsere Linien ganz arg geöffnet. Come on, guys, together! Oh, und wieder auf die Kleinen. Ja, das würde ich genauso machen. Oh nein, der hat Starspielerpunkte. Und ich habe keinen Doktor. Nicht gut aus diesmal. Better than hitting someone smaller than you, Jim. Sometimes. So, sieht's jetzt besser aus. Jetzt sieht's besser aus. Hier hält die Linie. Und jetzt müssen wir gucken, was wir auf der Seite hinkriegen. Wenn ich den jetzt hier dazu stelle, dann wäre es immer noch in der Unterzahl. More the
marry you. Das hat jetzt nicht den gewünschten Effekt. Außerdem muss ich die Linie zulassen. Ich kann den hier eigentlich nicht wegnehmen. Dann müssen wir hier ein bisschen was riskieren. So. Also, wenn ich wage, gewinnt nicht. Starspieler, tschüss. We may see that player later. Ja, ich habe die Fähigkeit blocken. So, und da ist ein Blitz war. Ich kann jetzt hier wieder die Linie zurück. Sehr schön. So, und da habe ich jetzt meine Rundenzeit auch recht gut aufgebraucht. Komisches Manöver. Naja, egal, mir soll's recht sein. So, und jetzt ergeben sich hier Möglichkeiten. The attacker has an assist. So, jetzt gehen wir in die Offensive. Put some pressure on the ball carrier. Move quicker. There could be a counter strike. So. Dem wollte ich jetzt eigentlich in die Richtung gehen, allerdings möchte ich ungerne mit dem jetzt den Ball aufnehmen, also stelle ich ihn jetzt hier hin. So kann der nicht unterstützen. Achso, wenn der unterstützt, sind sie erst gleich stark. Ah ja, genau. Da war ja noch was. Verdammt, das war jetzt so nicht geplant. Come on.
his hands in the changing rooms. So, wenn er da stehen geblieben wäre, wäre er in der nächsten Runde erledigt gewesen. So, das war jetzt insgesamt nicht unbedingt das Allerklügste, was man so machen kann. Oh, das wird auch nicht das Allerklügste, was man so machen kann. Aber genau für solche Dinger sind Skinks da. Die schaffen sowas. Und dann haben wir hier noch einen letzten Angriff, der nicht stattfindet. So, jetzt hat er aber keinen weiteren, der laufen könnte, ohne sich aus meiner Tackle-Zone rauszubewegen. Und wenn die jetzt nichts unternehmen, dass das 1-0 in der nächsten Runde ist. Achso, er ist Dummkopf, hat natürlich dann keine Tackle-Zone schon. Oh, verflucht. Also jetzt. Ah, er hat zum Ball gehen versaut. So, jetzt wäre es natürlich unheimlich cool, den Typen hier zu entsorgen. Aber ich bringe nicht genug Leute ran. Deswegen wird es wahrscheinlich auf Ausweichen hinauslaufen. 67%. Und da kommt das 1-0. Sehr schön, sehr schön. Und die Cheerleader jubeln und feuern die Fans an. So, der bleibt K.O., das ist schön. Verletzte bleibt natürlich verletzt. So, none of the knockout players seem to have awoken. Ali Labat fliegt vom Platz. Wieso fliegt der vom Platz? That must be one heck of a dream they're having. Ach, das war der Starspieler von denen. Und der hat ja eine versteckte Waffe. I don't understand why secret weapons ban. All the pleasure they bring to the spectators. In fact, they should be compulsory. Okay, der Wind verschiebt den Aufsprung. Punkt vom Ball ein wenig. Diese Gruftwächter, das sind schon echt krasse Typen, also. The team has possession. Die machen ganz schön Probleme. Go, big guy. Trample all over.
Oh nein. Wieso? Ach so, direkt vor mir steht einer. So, die Reihen müssen gehalten werden. Langt immer noch nicht. Is the assist gonna be enough to come out on top? Kann ihn nur dahin schieben. Dass das eben mit einem Würfel funktioniert. Zurück in die Reihe. So, dann übergeben wir den Zug. Es sind noch zwei Züge die Halbzeit zu spielen. Ich rechne ernsthaft nicht damit, dass hier der Ausgleich erzielt werden kann. Wenn das jetzt blöd läuft, hat er mir hier den Durchgang ermöglicht. Oh meine Skinks, die werden hier dezimiert wie verrückt. Zum Glück ist bald Halbzeit. Thank you.
Likes to be well assisted in fight. Need to get rid of the ball now there's pressure on them. Nein, 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 nein. Ah, fuck, verflucht. Echt nicht. Ich wollte doch diesen hier haben. Das ist immer das Problem. Guck, jetzt macht er die Karte drüber und dann wird das nicht ausgewählt. Sowas kann auch echt manchmal echt ganz übel ausgehen. Vor allem, wenn die stürzen. Das kann echt blöd ausgehen und dann stirbt er wegen so einer Kacke. Ausgerutscht und stirbt. Safety in numbers. One. Starting to look a little unknown. That's great. I smell obliteration. This is just it. They've smacked a player to relieve his team. Well done. Da durfte ich jetzt aussuchen. Ah, ja, herrlich. And he's standing there drooling. Oh. Und kein Wiederholungswurf mehr. Gut, das war die erste Halbzeit. 1:0, gutes Ergebnis. Wir sehen uns dann gleich zur zweiten Halbzeit.